Guten Morgen, ich bin arbeitssuchend und kann von meinem Ersparten mein Leben nicht bestreiten. Daher lese ich Schaub Arbeitsrechtshandbuch 17. Auflage. Ich bin im Paragraph 3 angekommen, Grundrechte im Arbeitsverhältnis. Absatz 2, Bedeutung der einzelnen Grundrechte. Die Grundrechte im Einzelnen, hier sind 9 aufgeführt, sind die Menschenwürde, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, der Gleichheitssatz, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit, Ehe und Familie wird als Grundrecht hier genannt, Vereinigungsfreiheit, Berufsfreiheit und Eigentum. Yes, der heißt wahrscheinlich im Sinne des. Macht nichts. Man muss auch mal Fehler machen. So. Und ich bin angekommen bei freier Entfaltung der Persönlichkeit. Bei der freien Entfaltung der Persönlichkeit kann es zu Einschränkungen kommen. Und ich habe mir hier was unterstrichen. Das ist nicht fettgedruckt. Ich lese mal gerade den Satz vor. Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers können allerdings durch die Wahrnehmung überwiegender schutzwürdiger Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt sein. Bei einer Kollision mit den Interessen des Arbeitgebers ist durch eine Güterabwägung am Maßstab des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Einzelfall zu ermitteln, ob das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Vorrang verdient. Also, die Güterabwägung am Maßstab des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist sowieso wichtig, weil unser Rechtssystem nicht widerspruchsfrei ist und im Zweifelsfall muss immer eine solche Güterabwägung stattfinden. Es gibt verschiedene Rechtsgüter und die sind unterschiedlich hoch zu bewerten, jeweils am einzelnen Sachverhalt. So, es geht weiter mit einem erklärenden Text. Gibt es wieder fettgedruckte Worte oder Ausdrücke? Es ist einmal Recht am gesprochenen Wort, Recht am eigenen Bild. Gibt es auch 2 BGB-Sachen zu? Ich kann gleich mal nachgucken. Handlungen von Arbeitskollegen, Vertragsanbahnung, Arbeitskleidung, Taschen- und Torkontrollen. Persönliche Schränke, Steuererklärung durch eine vom Arbeitgeber ausgewählte Steuerberatungsgesellschaft,
persönliche Schränke, Steuererklärung durch eine vom Arbeitgeber ausgewählte Steuerberatungsgesellschaft, Befunden über den Gesundheitszustand, Blutuntersuchungen, sexuelle Selbstbestimmung, Homosexualität, Mobbing und Beschäftigungsanspruch. So. Es gibt auch einen BGB-Paragraphen, das ist der Beschluss, ein Beschluss des bürgerlichen Gesetzes im bürgerlichen Gesetzbuch, das ist der Beschluss 611, sehe ich hier gerade. Ich schlage mal gerade nach. Beim Beschluss 611 geht es nicht um Persönlichkeitsrechte. Sondern um vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag. So. Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienstzusag zur Leistung des versprochenen Dienste, der andere zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. So, und dann gibt es den Arbeitsvertrag, das ist Beschluss 611a. Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Okay, das heißt, man gibt relativ viel von seinem Persönlichkeitsrecht ab durch einen Arbeitsvertrag. Deshalb muss man wahrscheinlich auch besonderen Schutz genießen. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Aha, es kann also auch ein Arbeitsvertrag vorliegen, selbst wenn der nicht schriftlich niedergelegt ist. Zeigt die tatsächliche Durchführung des Arbeitsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. Das heißt, es muss auch nicht Arbeitsvertrag drüber stehen. Und trotzdem kann ein Arbeitsvertrag vorliegen. Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Sehr schön.
Saison. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes wird verletzt, wenn der Arbeitgeber heimliche Videoaufzeichnungen eines Arbeitnehmers vornimmt. Auch in diesem Fall ist durch eine Güterabwägung mit dem rechtlich geschützten Eigentumsinteressen des Arbeitgebers einzelfallbezogen festzustellen, welche Rechtsposition Vorrang genießt. Ich hatte das Beispiel gestern vom Saatgut im Raiffeisenmarkt auf der Schwertstraße. Die heimliche Videoüberwachung eines Arbeitnehmers ist danach zulässig, wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung zulasten des Arbeitgebers besteht, weniger entscheidende Mittel zur Aufklärung des Verdachts ergebnislos ausgeschöpft sind, die verdeckte Videoüberwachung damit praktisch das einzige verbleibende Mittel darstellt und sie insgesamt nicht unverhältnismäßig ist. So. Das gilt für Videoüberwachung allgemein. Bei Saatgut besteht noch mehr Saatgut für Lebensmittel, also was weiß ich, Weizen, Roggen, Gerste fürs Bier. Veredelte Setzlinge für Äpfelchen, so sowas halt. Das bezieht sich jetzt grundsätzlich auf Videoüberwachung, falls geklaut wird. Durch Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes wird des Weiteren das Recht am gesprochenen Wort geschützt. Das heißt, die Befugnis, selbst zu bestimmen, ob es allein dem Gesprächspartner oder auch Dritten oder sogar der Öffentlichkeit zugänglich sein soll, ferner ob es auf Tonträger aufgenommen werden darf. Da gibt es ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht zu. Geschützt ist auch das Recht am eigenen Bild. Dieses ist nach Beschluss 2223 der Kultus KUG, weiß ich nicht, was das ist. KUG ist Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Fotografie. Und KUG kann auch Kurzarbeitergeld heißen. So. Also, KUG heißt entweder Kurzarbeitergeld oder halt Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Fotografie oder eben Kurzarbeitergeld. Dies ist in Beschluss 2223 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Fotografie näher ausgestaltet.
Da gibt es einen Bezug zu Paragraph 53 Randnummer 23. Also 53 interessiert mich jetzt mal. Paragraph 53, Randnotiz 23, Randnummer 23. Da wird nochmal Bezug auf dieses Gesetz genommen. Es gehört zum Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen, darüber zu entscheiden, ob Filmaufnahmen von ihm gemacht und möglicherweise gegen ihn verwendet werden dürfen. Das Recht am eigenen Bild ist nicht auf bestimmte Örtlichkeiten beschränkt. Das Recht am eigenen Bild ist nicht auf bestimmte Örtlichkeiten beschränkt. Auch unterfällt nicht erst die Verwertung, sondern bereits die Herstellung von Abbildungen dem Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Der Arbeitnehmer ist hierdurch nicht nur vor Maßnahmen des Arbeitgebers geschützt, sondern ebenso vor Beeinträchtigungen, die aus Handlungen von Arbeitskollegen herrühren. Dies gilt beispielsweise für Beleidigungen und Herabsetzungen, aber auch schikanösen Verhalten von Vorgesetzten. Insoweit ist es Aufgabe des Arbeitgebers, den betroffenen Arbeitnehmer vor Mobbingangriffen zu schützen. Auch die Betriebsparteien sind gemäß Paragraph oder Beschluss 75 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz zum Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts verpflichtet. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers ist nicht nur im bestehenden Arbeitsverhältnis geschützt, sondern auch bei der Vertragsanbahnung. Oh, das schalte ich mir auch mal an. Ich bewerbe mich jetzt zurzeit. Kann ich meinem Arbeitsvermittler schicken, der will unangemessene Unterlagen von mir haben.
Die beabsichtigte Neuregelung des Beschäftigtendatenschutzes soll dies verstärkt gewährleisten. Das betrifft insbesondere die Datenerhebung bei Einstellungen. So, sowas ist wirklich mal interessant. Was steht denn da drüber über Paragraph 26? Vertragsanbahnung und Fragerecht des Arbeitgebers. Cool. Könnte ich eigentlich vorlesen, wenn ich mit den Grundrechten durch bin? Die Einführung einer einheitlichen Arbeitskleidung verletzt nicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Der betroffenen Arbeitnehmer, wenn damit eine Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes des Unternehmens bezweckt und der Arbeitnehmer durch die Kleidung nicht der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Die mit Taschen- und Torkontrollen einhergehenden Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechts können gerechtfertigt sein, wenn sie geeignet und erforderlich sind, das Eigentum des Arbeitgebers zu schützen und dem Gebot der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn Rechnung tragen. Dem Arbeitnehmer zugeordnete persönliche Schränke dürfen nur bei Vorliegen zwingender Gründe ohne sein Einverständnis geöffnet und durchsucht werden. Demgegenüber wird nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts durch die vertragliche Verpflichtung im Falle eines längeren Auslandsaufenthalts des Arbeitnehmers die Steuererklärung durch eine vom Arbeitgeber ausgewählte Steuerberatungsgesellschaft erstellen zu lassen, in unverhältnismäßiger Weise in das... Wir waren bei den persönlichen Schränken, die nicht so ohne weiteres durchsucht werden. Und dann kommt ein neues Beispiel. Demgegenüber wird nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts durch die vertragliche Verpflichtung im Falle
eines längeren Auslandsaufenthalts des Arbeitnehmers die Steuererklärung durch eine vom Arbeitgeber ausgewählte Steuerberatungsgesellschaft erstellen zu lassen, in unverhältnismäßiger Weise in das Recht des Arbeitnehmers, das durch ist wichtig. Demgegenüber wird nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts durch die vertragliche Verpflichtung im Falle eines längeren Auslandsaufenthalts des Arbeitnehmers die Steuererklärung durch eine vom Arbeitgeber ausgewählte Steuerberatungsgesellschaft erstellen zu lassen, in unverhältnismäßiger Weise in das Recht des Arbeitnehmers und seines Ehegattens auf informationelle Selbstbestimmung eingegriffen. Aha. Also, wenn der Arbeitgeber sagt, die Steuererklärung wird durch eine vom Arbeitgeber ausgewählte Steuerberatungsgesellschaft erstellt und man wird dazu vertraglich verpflichtet, dann ist das bei einem längeren Auslandsaufenthalt ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers. So, jetzt habe ich es verstanden. Das ist ein langer Satz. Ich gehöre nicht zu den Hochintelligenten. Ich muss sowas mehrmals lesen. Dieser Eingriff sei nicht durch das Interesse des Arbeitgebers bei im Ausland tätigen Arbeitnehmern eine internationale Tätigkeit und erfahrene Steuerberatungsgesellschaft einzubinden, gerechtfertigt. Aha. Es gibt also ein Interesse des Arbeitgebers, nämlich jemanden mit Erfahrung einzubinden, und dieses Interesse überwiegt nicht dem Recht des Arbeitnehmers auf informationelle Selbstbestimmung. Die Beeinträchtigung werde auch nicht durch die Übernahme der Kosten für die Hinzuziehung eines Steuerberaters kompensiert. Das heißt, mit Geld kann man das auch nicht wieder gut machen an der Stelle. Das geht einfach nicht. So. Wenn er es doch macht, ist da an der Stelle wahrscheinlich knastfällig. So. Steht hier so. Da muss man auch nicht hochintelligent vor sein, um das hier an der Stelle zu verstehen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt grundsätzlich vor der Erhebung und Weitergabe von Befunden über den Gesundheitszustand, die seelische Verfassung und den Charakter des Arbeitnehmers. Aha. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt grundsätzlich vor Erhebung und Weitergabe von Befunden über den Gesundheitszustand, die seelische Verfassung und den Charakter des Arbeitnehmers. Das ist gut zu wissen. Ich bin Lehrer, Schulleiter machen sowas manchmal. Die machen das auch bei Schülern. Ich finde das sehr bedenklich. An der Stelle kann ich auch sowas wie Kopfnoten nicht nachvollziehen. Da wird nämlich genau das gemacht. Es wird dann auch gesagt, dass Arbeitnehmer sowas brauchen. Ich finde das gut, dass hier dagegen gewettert wird. Liebe NRW-CDU, Kopfnoten sind total daneben. Dieser ist deshalb nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts regelmäßig nicht verpflichtet, im laufenden Arbeitsverhältnis routinemäßige Blutuntersuchungen zur Klärung, ob er Alkohol- oder Drogenabhängigkeit ist, zuzustimmen. Das heißt, man muss auch nicht irgendwelchen Blutuntersuchungen zustimmen. Das geht alles gar nicht.
So. Zu den durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährten Schutzbereich gehört auch die sexuelle Selbstbestimmung des Menschen und damit das Finden und Erkennen der eigenen geschlechtlichen Identität sowie der eigenen sexuellen Orientierung. Da dies ebenso wie die aus Beschluss 7 Absatz 1 in Verbindung mit Beschluss 1 des Arbeitgeber AGG ich glaube, es heißt allgemeines Gleichheitsgebot, ich gucke besser nach. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, ich wusste es doch. Also nochmal Rand Nummer 10. Zu den durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht sexueller Selbstbestimmung angekommen. Ich werde gerade nervös. Zudem durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährleisteten Schutzbereich gehört auch die sexuelle Selbstbestimmung des Menschen und damit das Finden und Erkennen der eigenen geschlechtlichen Identität sowie der eigenen sexuellen Orientierung. Gibt es auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu. Ebenso wie das aus Beschluss 7 Absatz 1 in Verbindung mit Beschluss 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes folgende Verbot der Benachteiligung wegen der sexuellen Identität auch bei der Auslegung zivilrechtlicher Generalklauseln zu beachten ist, ist auch eine Kündigung wegen Homosexualität des Arbeitnehmers auch innerhalb der Probezeit unwirksam. Das heißt, wenn jemand schwul ist und der Aufenthaltsraum warm wird, darf man den nicht rausschmeißen. Keiner hat was gegen einen warmen Arbeitsplatz. So. Auch im Zusammenhang mit Mobbing geht es im Wesentlichen um die Verletzung des Persönlichkeitsrechts des Arbeitnehmers. Das Bundesarbeitsgericht leitet schließlich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht den Beschäftigungsanspruch des Arbeitnehmers her. Okay, ich habe einen Beschäftigungsanspruch. Habe ich schon mal gesagt, dass ich arbeitssuchend bin? Nicht genug habe, um von meinem Geld ersparten in Würde leben zu können. Ich würde unter anderem diese Wohnung hier verlieren und ich brauche bezahlte Beschäftigung. Das hier ist unbezahlte Beschäftigung. Das mache ich auch nicht freiwillig, liebe Freunde. Das liegt wirklich daran, dass ich keine andere Chance habe, als vors Arbeitsgericht zu ziehen, denn ich bekomme kein Arbeitszeugnis von der Bezirksregierung Düsseldorf und der angebliche Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath, der sich darum kümmern müsste, kümmert sich einfach nicht drum. Der Arbeitsrichter, der sich darum kümmern müsste am Arbeitsgericht Düsseldorf, kümmert sich nicht drum. Und die Regierungsrätin von der Bezirksregierung, die sich darum kümmern müsste, kümmert sich nicht drum. Ich habe morgen einen Termin bei der Polizei in Wuppertal. Ich habe das bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Das, was sich da abspielt, ist meiner Meinung nach gefährliche Körperverletzung. Es hat Auswirkungen auf meinen Gesundheitszustand. Ich habe stark zugenommen. Ich habe hier ein Geschwür am Kinn.
ich würde das Krebs nennen, ich habe permanent links eine Ohrentzündung. Das sind alles Sachen, die gehen gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich mein weiteres Leben bestreiten soll, da ich dieses Arbeitszeugnis nicht bekomme. Statt sich um das Arbeitszeugnis zu kümmern, verbringt das Arschloch von angeblichen Rechtsanwalt lieber seine Zeit am Amtsgericht Solingen. Und es werden Sachen gemacht, die sind so dermaßen daneben. Die Krönung war für mich, dass ich nicht mehr vor dem Prozess einen Stuhl und einen Tisch bekomme, um meine Arbeit vorzubereiten. In der Ladung auf Nazi-Deutsch. In Bayern wird sowas zum Glück Vorladung genannt und bei der Polizei auch. Steht drin, dass man früher kommen soll, und dann kann es nicht sein, dass man nicht mal mehr einen Stuhl mit einer Lehne angeboten bekommt. Das alles ist hier in Nordrhein-Westfalen, und es handelt sich hier wirklich nicht um einen Rechtsstaat oder ein Bundesland, das mit dem Grundgesetz konform geht, sondern es ist eine einzige Bananenrepublik mit einem gefehlten Fürsten als Ministerpräsident. Es ist wirklich einfach nur ein einziger Skandal. So, jetzt habe ich noch 2 Minuten auf der Uhr. Es geht weiter. Also es geht weiter mit dem Gleichheitssatz, Artikel 3 des Grundgesetzes. Das ist A, der allgemeine Gleichheitssatz. Und B kommt, glaube ich, gar nicht mehr. Kommt das später. Und da... Das ist A, der allgemeine Gleichheitssatz, und B, das Gleichheitssatz. Berechtigungsgebot. Dazu kommen C, Diskriminierungsverbote. Bei Glaubens- und Gewissensfreiheit geht es auch um religiöse Identität. Dann geht es zum Beispiel um das Tragen eines Kopftuchs. Dann gibt es noch Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Das ist Meinungspresse und Kunstfreiheit. Wie gesagt, bei dieser Meinungsfreiheit habe ich meine Zweifel. Ich weiß, dass es Presse- und Kunstfreiheit gibt. Diese Einschränkung der Meinungsfreiheit begründet sich meiner Meinung nach aus dem, was hier vor Mai 1945 stattgefunden hat. In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es eine viel weitgehendere Meinungsfreiheit als hier in Deutschland. Meiner Meinung nach gibt es die hier so nicht und auch vollkommen zu Recht nicht. So. Das, was ich übrigens gesagt habe, darf ich sagen, weil es mein persönliches Erleben ist und ich das zeitnah schildere, weil es vorgestern stattgefunden hat. Die Sache mit dem Amtsgericht, die wirklich unerfreulich ist, und dem Riesenbaby, das da auf seinem Bürostuhl in der Mitte Platz genommen hat. So, tschüss.